Mittag haben die ägyptische und die syrische Armee eine Offensive gegen unser Land gestartet. Wir wären 7-1 in der Unterzahl. Jetzt hat der Feind richtig Blut geleckt. Es gibt keinen Grund mehr für ihn, wieder aufzuhören. Minister Kissinger ist in der Leitung. Ich bin erstens Amerikaner, zweitens bin ich Außenminister der USA und drittens bin ich Jude. Bitte vergessen Sie nicht, in Israel lesen wir aber von rechts nach links. Sie sehen, dass das amerikanische Volk einen hohen Preis für seine Unterstützung Israels zahlt. Wenn es sein muss, dann kämpfen wir eben allein. Unsere Truppen am Kanal, sie sind umzingelt. Sorgen Sie dafür, dass diese Jungs freikommen. Wenn uns die Amerikaner vor die Hunde gehen lassen, lasse ich mich nicht lebend gefangen nehmen. Die Ägypter feuern einen Marschflugkörper auf Tel Aviv. Wenn die Araber uns mit sowjetischen Waffen besiegen, welche Botschaft sendet das wohl an die freie Welt, Henry? Die Russen bereiten 11 Luftlandedivisionen vor. Damals war ich noch ein Kind in der Ukraine. Sie haben Juden auf der Straße zum Spaß zu Tode geprügelt. Ich bin nicht das kleine Kind, das sich im Keller versteckt. Oh, by brave ascent, oh, by accident. Oh, wissen Sie, wie viele Menschen gestorben sind? Den Schmerz darüber werde ich noch mit ins Grab nehmen. Wir kämpfen um nicht weniger als unser Leben.